Das ist leider das traurige Ergebnis der offenen Grenzen, der Willkommensklatscher, einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik, verursacht durch Gutmenschen. Leider Gottes werden diese hässlichen Betonblöcke hier in Bozen zur Sicherheit der Bürger aufgestellt. Die Wahrheit ist, wir können die Sicherheit nicht mehr garantieren. Das werden auch diese Betonblöcke nicht garantieren können. Die Sicherheit in Europa ist gefährdet. Wir können nicht ausschließen, dass wir Opfer von Anschlägen, von Terror, Gewalt oder wie wir auch aus anderen europäischen Städten hören, Gruppenvergewaltigungen werden. Die Sicherheit werden uns diese Betonblöcke nicht geben können, und jene, die sie aufgestellt haben, möchten halt den Menschen damit signalisieren, wir tun schon etwas. Aber Sicherheit beginnt an den europäischen Außengrenzen, und Sicherheit beginnt vor allem dann, wenn man endlich eine 180-Grad-Kehrtwende in der Einwanderungspolitik betreibt. Diese Betonklötze werden uns vielleicht vor einem möglichen Anschlag oder vor einem Terroristen schützen können, der es auf unschuldige Menschen abgesehen hat und dabei einen Kleintransporter oder einen LKW benutzen will. Was passiert aber, wenn jemand tatsächlich es auf unschuldige Menschen abgesehen hat, mit einem Messer, mit einer Machete auf Menschen losgeht? Oder was passiert, wenn jemand sein Auto unter dem Walterplatz stellt und eine Autobombe dort platziert? Also wir sehen, wenn jemand will, wird er trotzdem zuschlagen, und da werden auch diese hässlichen Betonblöcke nichts daran ändern. Es ist schon sehr beklemmend und eigenartig, dass Verantwortliche viel lieber Stadtzentren blockieren, die Zugänge erschweren und auch Stadtfeste abriegeln, anstatt dort anzusetzen, wo anzusetzen ist, nämlich bei der Schließung der Grenzen. Und deshalb der Appell, es sind endlich diese Politiker auszutauschen, die all das zu verantworten haben, die all das verursacht haben, bevor gerade diese Politiker das Volk austauschen.